So, wenn wir schon dabei sind, Tutorials zu machen, erkläre ich jetzt einen Trick, den ich jetzt nicht besonders gut kann. Und zwar geht es um einen Palm Spin. Wie gesagt, kann ich nicht gut, aber viele fragen nach, ich erkläre euch das Prinzip, ich dürfte es nochmal verstanden haben. Und zwar, Palm Spin ist, also TA zu Palm Spin ist das hier, und der Palm Spin wäre halt hier drauf und dann dreht er sich auf diese Handfläche. Okay? Ich möchte jetzt als erstes sagen, wie bringt es den Stift zu drehen? Es ist klar, wenn ihr die Hand da so hält, dreht er sich nirgends. So klar, kommt er ran, geht nicht. Also, so halten. Jetzt kommt ihr trotzdem an die Finger ran, deswegen so weit wie möglich strecken. So, seht ihr das? Ich kann's. Du musst Kamera mal nehmen, so. Seht ihr das? So weit wie möglich nach unten. Also nicht so, nicht so, nicht so, sondern wirklich, braucht's. Das tut halt weh am Anfang. Es geht dann schon, ja? Ihr könnt den als erstes mit auf der linken Hand üben, finde ich ihn leichter. Und zwar, ihr sucht den höchsten Punkt, oder wo ihr es eher lieber machen wollt, weil mir ist halt aufgefallen, dass, Entschuldigung wegen der Cam wieder, dass wenn ihr es hier auf diesem Ball macht und die Hand da so hält, am leichtesten geht. Und da könnt ihr halt echt einmal bloß so den Punkt rausfinden, wo es bei euch besser ist. Vielleicht macht es hier so vorne am Finger, ich habe keine Ahnung. Ja? Und dann lasst ihr halt den Stift drehen. Beste für den Trick sind natürlich Stifte mit viel Drehmoment, weil die drehen sich halt weiter und weiter, ja? Gut, jetzt kommen wir zu dieser Verbindung. TA. Oh, die Cam will heute nicht. TA to Palm Spin. Auf was müsst ihr machen? Also macht ihr den TA. Und jetzt, wenn er hier ist, öffnet ihr die Hand und macht das so. Er dreht sich, okay? Achtet darauf, dass der COP halt auf euren höchsten Punkt ist, wo ihr halt gerne den Palm Spin machen wollt. Ihr könnt es, wie gesagt, das so rausfinden. Wo ihr den gerne haben möchtet. Ach, geh halt. Weißt? So. Und dann kannst du es hier halt ausprobieren. Ich schaffe halt bloß 0,5, weil vielleicht immer ein bisschen mehr. Ist halt das Ding. Vielleicht ist ein Fingerless TA Reverse to Palm Spin, also. Oder? So. Der Herr YouTube hat mir eine E-Mail geschrieben. Also nochmal, das hier ist leichter. Grund ist halt, dass der Klein nirgends ankommt, ja. Und da kommt er halt auf den Daumen an oder er kommt bei den Finger an oder rutscht nach unten. Das ist bei mir die meiste Zeit oder so. Aber wie gesagt, nach einem Jahr aufmachen, so weit wie möglich runterstrecken und viel drehen. Also ihr müsst viel pushen, nicht so. So geht das nicht. Ihr müsst so, so machen. Genau. Und dann, ihr könnt es auch so machen wie der Raka. Der macht es. Sorry. Hier auf dem Bein. Ja. Das versuche ich zurzeit auch, weil das ist. Ich weiß nicht, vielleicht schaffe ich es da besser dann. Aber ich bin jetzt so der Palm Spin. Palm Spin. Der Palm Spin Spinner. Das einzige, was ich mache, ist vielleicht, dass ich den Stifter so runtergehen lasse, aber dann halte ich den unten fest. Ich mache keinen Palm Spin so. Ja. Wie gesagt, TA. Aufmachen. Und dann könnt ihr den da unten halt so reingehen lassen und weiter spinnen. Ich werde euch jetzt dann als Zeitlupe einmal diesen TA to Palm Spin zeigen. Dann diesen Fingerless TA to Palm Spin. Also Reverse Jump. Und dann werde ich euch die TA Palm Spin und dann unten das N34 landet, weil das wird ja ziemlich oft gemacht. Ist gut und ja. Gut, es ist halt echt nicht weiter zu erklären. Ihr müsst, der Trick braucht übrigens schon einigermaßen viel Übung. Schon rein, um den COP halt auf die Handfläche zu bringen. Und dass der halt auf dem besten Punkt liegt, nicht irgendwo zwischendrin oder so. Und er soll schon gescheit drin liegen. Muss man halt mit anderer KT, keine Ahnung. Gut. Wie gesagt, TA, aufmachen, das war jetzt mehr Drehung. Sucht euch den schönsten Punkt aus.
Wie gesagt, Minwo macht ein... Oh, die Cam wieder, sorry. Die bin ich. So, der Minwo macht's hier. Raka macht's mir hier. Ist ein Polenspinner übrigens. Nicht, weil sie... wer ist denn das? Weißt, Raka, Polenspinner. So. Der macht's hier, wie gesagt. Andere machen es hier mitten drauf. Das ist, je nachdem, wie ihr wollt. Ja? Müsst halt schauen, was für euch leichter ist. Dann macht ihr das. Ihr könnt dann auch ein Fingerless Tiaris machen. Ihr könnt es irgendwie diesen, wie heißt der, Inverse Shadow machen, den ich nicht kann. Da kann ich überhaupt keinen Spin. Ja. Auf jeden Fall wisst ihr jetzt halt das Prinzip, üben müsst ihr selber. Weil wie gesagt, ich kann da nicht viel sagen und euch viel erklären, wenn ich selber nicht kann, ja? Also, Zeitlupe, right now.